Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Bus. Wir fahren heute die Linie TXL. Das ist eine Linie, die ich sehr lange nicht gefahren bin. Aber das Spiel hat damals mit dieser Linie angefangen. Daher dachte ich, kannst du die auch mal wiederfahren. So, wir rüsten den Bus dann eben einmal auf. 500 Kurs 7 erreicht. Machen wir eben Motor an. So, Klimaanlage an. Hi, So, ich benötige einen Mahlzeit. Fahrschein. Was Jawohl. kostet das? 3,80 €. Das macht 20 Cent zurück. Hallo, ich Hallo. benötige ein Ticket. Sehr gerne. Zahlst du ebenfalls bar. Hallo, ich hätte Hallo. gerne ein Ticket. Wie viel würde das Sehr kosten? gerne. 3 €. Das macht 2 zurück. Hi, einen Mahlzeit. Fahrschein bitte. Kann ich das mit Sehr meinem gerne. Handy bezahlen? Das kannst du gerne tun. Sie Können Sie sind mir auch bitte auch dazu eine Quittung geben? die Letzte, die einsteigen will. Und sie bekommt natürlich auch gerne die Quittung. So. Dann schließen wir die Vordertür. Zack. Schalten den Gang hoch. Machen die Sonnenblende ein bisschen runter. Sonnenrollo, so heißt es. So. Schauen, ob wir so klarkommen. Feststellbremse ziehen. Und los können wir leider noch nicht. Noch ist es nicht 13 Uhr. Da warten wir doch noch einen Augenblick, bis es dann soweit ist. Da ist es auch schon. Und dann geht es los. So. Wir sind wieder mit dem E-Citaro-Gelenkbus unterwegs. Allerdings diesmal in der Viertürer-Variante. So. Wie auch schon im letzten Video von The Bus erwähnt, ich benutze hier für diesen Bus eine Mod. Huch, ich könnte mal Licht anmachen. So. Eine Mod, die Mercedes-Sterne hinzufügt, bis auf hier im Lenkrad. Die kann man sich kostenlos im Workshop runterladen. So, die Ampel ist grün. Dann fahren wir doch direkt weiter. So. Hier einmal links abbiegen. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch schon mal hier in diesem Flughafen war. Der ist ja jetzt gar nicht mehr in Betrieb. Aber ich denke, die Buslinie, die fährt auch noch, ne? Oder wurde das jetzt rausgenommen? Weiß es gar nicht so genau. So, da haben wir wieder die altbekannten langen Ampelphasen der Stadt Berlin. Zumindest hier im Spiel. So, da wird's zu grün. Dann fahren wir doch mal los. Vorsichtig hier in die Kurve. Wunderbar. Hoch. So. Und die erste Haltestelle ist noch ein bisschen hin. Das ist dann der Buchholzweg. Wir dürfen 50 fahren. Ein bisschen zu schnell unterwegs. So. Da klingelt ein Handy. Ich würde Sie bitten, da dran zu gehen. Das stört mich ein wenig. Buchholzweg. So. Nee, da, kleiner Scherz. Ich finde das mega cool, dass da jetzt so ein paar Hintergrundgeräusche reingekommen sind ins Spiel. Bringt noch mal ein bisschen Realität mit rein, ne? So. Ja, das
nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen und vor allem nicht mit gerechnet, dass da einer kommt. So. Keine Angst, in echt fahre ich natürlich nicht so. Da wäre mir das natürlich jetzt so nicht passiert. Toi, 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 sag ich mal so. Es kann ja doch durchaus schnell mal was passieren, ne? Auch wenn man selber gar nicht mal schuld wäre. Aber da wollen wir erstmal nicht mit hoffen, ne? So. Da erreichen wir unsere nächste Haltestelle. Guten Tag, der Herr. Moin. Ein Fahrschein, die Dame. Bitte. Sehr Moin. Gerne. Moin. 24 Stunden mit Karte. Moin. Moin. Ein Fahrschein, bitte. Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Ja, gerne. Das dürfen Sie. So, das war auch schon die letzte. So, und Abfahrt. Na, lassen wir uns vorbei. Sieht nicht, sieht er jetzt. Wunderbar, sehr nett. Da ist jetzt schon die nächste Spur. Der LKW, die ist noch vorbei. Er bleibt stehen. Wunderbar. So. Dann auf zur nächsten Haltestelle. Das ist schon wieder so eine große Entfernung. Wahnsinn. Das wusste ich so gar nicht mehr, dass hier am Anfang der Linie die Entfernung von Bushaltestelle zu Bushaltestelle doch so groß ist. Aber wie gesagt, ich bin die Linie schon sehr, sehr lange nicht mehr gefahren. So. Da scheint jemand eine kleine Erkältung zu haben im Hintergrund. S-Bahnhof Beusselstraße. Oh, ist aber ein S-Bahnhof hier. Ein Flughafen, also der Flughafen, wo wir eben gerade losgefahren sind, Tegel, ne? Ja, Flughafen Tegel, genau. Hat der auch eine S-Bahn-Station in echt? Also, wie ihr merkt, also in der Ecke von Berlin kenne ich mir so überhaupt gar nichts. Ja, diese schönen Ampelphasen hier. So, aber komm, jetzt Gas, ich will noch mit rüber. Es könnte ziemlich schwierig werden, wenn wir hier jetzt nicht so langsam vorankommen hier. Na komm, jetzt. Das schaffe ich noch so. Also ich denke, ich habe da noch gelb gesehen. So, wir fahren jetzt hier auf die Busspur. So. Klingelt schon wieder ein Telefon. Sogar derselbe Klingelton. So, dann halten wir hier mal an. Sind ja doch schon einige. Und auch welche, die aussteigen wollen. So. Tür auf. Hi. Hallo. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Aber sehr gerne doch. Bar machen Sie, das macht dann 20 zurück. Hi. Hallo. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Gerne. Moin. Einen Fahrschein. Jawohl, 3 Euro passt. Hallo, moin, ich hätte gerne ein Ticket. Ja, eine 24-Stunden-Karte. Sie bezahlen mit der Karte. Wunderbar. Moin, ich hätte gerne einen Fahrschein. Ja. 3 Euro macht das. Hallo, servus.
Moin. Moin. Ein Ticket bitte. Ja, 10 Euro passt perfekt, fantastisch. Ich wollte gerade sagen, pünktlich sind wir auch noch, aber das stimmt schon gar nicht mehr. So. Geht die Busspur hier vorne weiter? Nee. Dann verlassen wir die hier schon mal. Fahren mal hier, der möchte rechts abbiegen. Dann drängeln wir uns hier mal zwischen. So. Ah, wäre ich mal auf der Spur geblieben. Auf der linken. Hier haben wir jetzt parkende Autos. Na, komm, fahren Sie. Ja, ja, perfekt. Vielen Dank, Sie warten. Sehr nett von Ihnen. So. Hier müssen wir weiter geradeaus. So. Turmstraße, Beusselstraße. Hier brauchen wir nicht anzuhalten. Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt erlaubt, was ich hier mache. Keine Busspur, aber hier wird uns das wohl keiner übel nehmen. Hier dringen wir uns noch mal vor. Wunderbar. So. Als Busfahrer muss man ab und zu mal ein bisschen dreist sein. Gut, im echten Leben hätte das wahrscheinlich jetzt, hätte das der Falsche gesehen, eine Strafe gegeben. So, wir biegen hier links ab. Eieiei, da bin ich aber ganz schön blöd in die Kurve gefahren und immer hinten die Bordsteinkante mit. So. Und halten direkt an der nächsten Haltestelle. Hi. Hallo. Ich brauche einen Fahrschein. Ja, den sollen Sie bekommen. Moin. Habe ich ja gut gemacht. Kann ich bitte ein Ticket haben? So, ja, natürlich dürfen Sie ein Ticket haben. Zahlen passe ich, gute Fahrt wünsche ich Ihnen. Hi, ich brauche einen Fahrschein. Ja. Kann ich das mit Karte zahlen? Auch das ist möglich. Hallo, hallo. Einen Fahrschein bitte. Mhm. Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Ja, das können Sie. Hi, ich brauche einen Fahrschein. Ja. Und 20 Cent zurück. Moin, einen Fahrschein bitte. 3,80 Euro bar und Druckgeld. Hallo. Hallo. Ein Ticket bitte. Was kostet ja das? 3 Euro. Moin. Moin. Ein Ticket bitte. ABC 24 Stunden bar passt. Fantastisch. Vielen Dank. So. Hier haben wir jetzt aber schon deutlich Verspätung eingefahren. 2 Minuten hier. Ist hier nur Rechtsabbieger? Ach, nee, scheint auch geradeaus zu sein. So. Sehe ich nur leider die Ampel, nicht? Das ist ein bisschen kontraproduktiv hier. Das war die falsche Richtung. So. Und da wird sie grün. Wir fahren los. Kommen auch mit dem Bus sehr gut voran hier. Diese Beschleunigung, oh, hier ist der Fahrradweg. Dann fahren wir mal hier links rüber. Und da haben wir eine rote Ampel. Mal wieder. So. Wunderbar. Die ging jetzt sehr schnell auf grün. So könnte das gerne mal öfter sein. Und die darf jetzt auch gerne grün bleiben. Fantastisch. Bahnhof Turmstraße. So, nächste Haltestelle ist dann die Turmstraße. Dafür müssen wir hier einmal rechts abbiegen. So. Und an dieser Haltestelle beende ich auch diese Folge. Dann sind 15 Minuten auch schon rum und ich denke, das ist eine ganz angenehme Zeit für ein Video. So, die Zeit, die wir eben gewonnen haben an der einen Ampel, die sehr schnell umgesprungen ist, verlieren wir dann jetzt auch schon hier wieder. Wir hätten eigentlich schon längst da sein müssen. So.
Dann biegen wir hier einmal rechts ab und sofort wieder links. So, eieieiei. Da habe ich Bordsteinkante vorne diesmal mitgenommen. So. Und dann sind wir hier an der Haltestelle auch schon angekommen. In dem Sinne verabschiede ich mich für heute, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn euch das Video gefällt, bzw. gefallen hat, lasst gerne einen Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.